Herzlich willkommen zu unseren Bundesliga-Tipps. Wir sind jetzt schon beim dritten Spieltag gelandet und es gibt nur zwei Teams in der Bundesliga, die bisher die Maximalausbeute von 6 Punkten erreicht haben. Und zu einem davon, Gerüchte besagen, möchte Cristiano Ronaldo gehen. Ja, das wäre eine Sensation, wenn CR7 in der Bundesliga aufläuft für den BVB. Dann haben sie vielleicht sogar wirklich eine realistische Chance auf die Meisterschaft. Ohne ihn, naja, man wird sehen, wie es kommt. Unsere Tipps in den ersten beiden Spieltagen waren sehr gut. Schaut auf Oddspedia, ihr könnt oben in der Ecke euch ein Profil machen und dann Chris Custodian, dem wahrscheinlich besten Tipper im Moment mit 65% Trefferquote folgen. Oder Radek Vegas, der vielleicht eine etwas schwächere Trefferquote hat, aber wer sich auskennt, weiß, der Junge trifft dafür die richtig saftigen Quoten. Also schauen wir mal rein, erstes Spiel an diesem Spieltag, Gladbach gegen Hertha. Hertha mit dem Punktgewinn gegen Frankfurt und Gladbach mit den Punkteverlusten, beide unentschieden letzte Woche. Gladbach, das Spiel habe ich gesehen eigentlich sogar fast über den kompletten Zeitraum und die haben mich wirklich überzeugt, auch wenn es am Ende wegen einer Handelfmeterentscheidung nicht zum Dreier gereicht hat. Aber sie haben echt gut gespielt und deshalb glaube ich daran, dass sie auch gegen Hertha nicht nur der hohe Favorit sind, aber die Quote gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb würde ich hier gleich zum Samstag rübergehen, außer du siehst was. Ich finde die Quote nicht fair, weil irgendwie hat man immer mal wieder Angst vor Hertha. Weiß nicht, woher das kommt. Ja, und vor allem traut man Gladbach immer noch nicht so nach der nicht so überragenden vergangenen Saison, finde ich. Deswegen ist das hier schon mal eine No-Bet. Leverkusen-Hoffenheim finde ich eine sehr interessante Sache. Ich sage dir auch, warum. Leverkusen ist ja Tabellenletzter in der Bundesliga und ist trotzdem mit einer Quote von 1,7 Favorit gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, die auf Platz 8 steht. Klar, zweiter Spieltag war das jetzt erst. Aber zumindest haben die Hoffenheimer gute Ansätze gezeigt, einen 2:0 Rückstand in einen 3:2 Sieg verwandelt. Viele verschiedene Torschützen. Also Hoffenheim ist hier nicht Außenseiter, wenn man realistisch ist. Und dementsprechend sehe ich hier durchaus Value, nicht unbedingt auf Hoffenheim zu setzen. Aber ich finde, das wird ein torreiches Unentschieden. Ich sehe hier ein 2:2. Und diese Quote für ein X ist dementsprechend überragend. Die war sogar bei 4,5. Ist jetzt ein bisschen gefallen auf 4,4. Aber immer noch sehr schöne Quote. Und das wäre meine Wette. Spricht überhaupt nichts dagegen, die abzuschließen. Wenn wir über den Value-Ansatz gehen, dann muss man einfach sagen, dass Leverkusen sowohl im DFB-Pokal als auch in der Liga nicht gezeigt hat, hier deutlicher Favorit zu sein. Deshalb X oder X2, wer auch einen Hoffenheim-Sieg für möglich hält, glaube ich nicht dran, aber X ist unsere erste Wette, Radek. Dortmund haben wir schon angesprochen, 2 Spiele, 2 Siege erwartungsgemäß gestartet. Jetzt Favorit, hoher Favorit gegen Aufsteiger Bremen, der aber noch, dich wird's freuen, ohne Niederlage ist. 2 Unentschieden, eigentlich ein guter Saisonstart für Bremen. Ja, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Jetzt auch noch der Last-Minute-Ausgleich gegen Stuttgart daheim war bestimmt auch sehr, sehr wichtig, auch fürs Selbstvertrauen. Jetzt aber haben wir wieder einen deutlichen Favoriten hier beim Heimspiel mit Dortmund. Und da muss ich sagen, gerade gefällt mir die Quote von 1,4 von den Buchmachern eigentlich nicht. Ich finde, dieses Spiel gewinnt der BVB doch in 90% der Fälle. Vor allem jetzt haben sie 2-mal in Folge gewonnen, auch gegen bessere Teams. Also Dortmund hat definitiv keinen leichten Saisonstart gehabt mit Freiburg und Leverkusen. Das sind ja dann doch Top 5, Top 6 Teams, zumindest von den letzten Jahren. Und Werder kann sich eigentlich nicht beschweren, aber jetzt wird es die erste Niederlage hageln und dementsprechend sehe ich persönlich Value auf der 1,4, vielleicht für so einen Verdoppler, wenn du nochmal eine 1,4er-Quote findest, vielleicht sogar ein Asian Handicap minus 1, wenn es die Quote dann hergibt, aber minus 1,5 könnte man auch machen, minus 1 gefällt mir theoretisch besser. Was siehst du denn? Ja, ich bin überrascht, hätte es gar nicht ins Auge gefasst, aber ich folge deiner Interpretation und bin auch der Meinung, dass Dortmund das klar gewinnt. Mein Ergebnistipp ist 4-0. Die Buchmacher sehen das ähnlich, dass hier einige Tore fallen, weil die Spiele in der Vergangenheit, bevor Bremen abgestiegen ist, ja immer doch sehr torreich waren. Ich halte davon jetzt nichts, darauf zu setzen. Auch auf beide Treffen schaue ich mir gar nicht erst an. Ich finde auch, auf diese 1,4 kann man setzen und das vielleicht dann noch in eine Double-Bet kombinieren.
Diese Asian Handicap-Geschichte finde ich jetzt gerade so ein bisschen, ja, ist im Moment nicht so meine Lieblingswette, minus 1,5 auf eine Zweierquote zu setzen. Wenn ich minus 1,5 auf eine Wette gehe, dann will ich eine richtig fette, hohe Quote. Und ja, das Risiko ist halt dann trotzdem zu groß, dass Dortmund jetzt mal wieder so ein Larifari-Spiel hinlegt. Weil auch, obwohl die Gegner vielleicht stärker waren, haben sie es dann immer doch sehr knapp gehalten. Freiburg war bis zur 77. Minute ja 1-0 vorne gegen Dortmund. Dann haben sie 3 Tore gemacht. Das ist jetzt alles andere als ein klarer Sieg dann. Und auch gegen Leverkusen ein 1-0 ist jetzt nichts, wovon man jetzt großartig schwärmen will. Also da hat Dortmund einfach noch nicht so wirklich performt. Deshalb und vor allem das 1-0 gegen das schlechteste Team der Liga derzeit, du hast absolut recht, aber wir überlegen mal oder schauen mal, ob wir das nicht noch mit einer anderen 1,4-Quote kombinieren können. Überraschungsteam des letzten Spieltages. Funny Fact, es gibt auf dem WDR 2 ein Tippspiel, das heißt Alle gegen Pistor, und da machen 100.000 Leute mit. Und 100.000 Leute geben ihre Tipps zu den Bundesligaspielen ab und daraus wird dann der meiste, populärste Tipp für jedes Spiel ermittelt und berechnet. Und rate mal, wie viele von diesen 100.000 in Prozent oder in genauen Leuten auf einen Augsburg-Sieg in Leverkusen getippt haben. Ich sag's dir, exakt null. Null von 100.000 Leuten haben Augsburg einen Sieg zugetraut. Finde ich einfach nur saugeil. Also ich dachte, bei 100.000 Leuten wäre vielleicht ein paar Augsburg-Fans dabei. Ich hätte vier gesagt. Team glauben. Ja? Ich hätte vier gesagt, einer hat sich verklickt, einer war besoffen und zwei sind Hardcore-Augsburg-Fans, vielleicht sogar Spieler. Ja, aber nur mal um zu zeigen, was das für eine unfassbare Sensation eigentlich ist. Ob die Massentipps so wertvoll sind, steht auf dem anderen Blatt eher nicht, weil sonst wäre ja dieser Computertipp von Alle gegen Pistor saugut, aber die Tipps sind eigentlich schlecht. Nur 3 von 9 waren richtig an dem Spieltag insgesamt. Von daher braucht man aber sowas nicht gehen. Aber ich fand es einfach witzig, dass einfach keiner Augsburg nur irgendwas zugetraut hat. Und gegen Mainz, wie sieht's da aus? Haben sie sich jetzt ein bisschen rehabilitiert? Das Spiel interessiert mich jetzt gar nicht mal so sehr. Mich würde fast mehr interessieren, wer ist Pistor? Ist das der Moderator von irgendwas. Okay, ja, okay, werde ich auf jeden Fall mal googeln. Hat auf jeden Fall einen guten Namen, den man sich schnell merken kann. Mainz startet gut. Ich glaube, das schlechteste Spiel der Saison haben wir bisher gesehen letzte Woche. Mainz gegen Union Berlin 0-0, da ging gar nichts. Aber habe ich ja schon letzte Woche gesagt, das ist das klarste Unentschieden des Spieltags. Wir haben auch drauf gesetzt und die Wette gewonnen. Und Augsburg hat überrascht. Da ist jetzt die Frage, war das nur one in der Lifetime? Ich glaube, dass hier X2 bei der Quotenverteilung Value hat. Ja, aber Mainz ist ja schon der Favorit, deswegen sehe ich das halt nicht. Aber dass ein Unentschieden passieren kann in dem Spiel, durchaus. Also es ist halt irgendwie auch eins der langweiligsten Spiele an dem Spieltag. Deswegen mein persönlicher Tipp wäre ein X mit einer Dritteleinheit. Aber wir brauchen darauf wirklich kein Geld setzen, weil das packt uns gerade im Moment nicht. Da gibt es noch bessere Tipps an diesem Spieltag. Und da habe ich einen, nämlich bei Stuttgart gegen Freiburg. Denn wenn man sich hier die Quoten anschaut, die sind ja einfach fast ausgeglichen. Und dann frage ich mich, warum? Mir gefällt deine Art zu denken, Radek. Nicht nur, weil wir uns seit über 30 Jahren schon kennen sondern weil ich mich auch frage, warum. Ja, also dann ist es ja wohl eine klare Sache, dass die Freiburger hier einfach die stärkere Mannschaft sind. Auch wenn die Stuttgarter zu Hause gegen Leipzig 1-1 gespielt haben. Aber man weiß natürlich, dass die Leipziger Heimscheißer sind. Ohne jetzt auf die weiteren Quoten einzugehen, wer stand jetzt mein Lieblingstipp, Asian Handicap 0 auf Freiburg? Ich bin gespannt, ob du genauso denkst. Ja, ich würde hier fast sogar eine Double Chance ins Auge fassen, wenn das eine Quote gäbe, aber das tut's nicht. Man müsste ja denken, das wäre was, aber wir hatten ja im Hinterkopf diesen Sieg von Borussia Dortmund. Wenn du den mit der 1,5er Quote von Freiburg Double Chance kombinierst, kann wenig schief gehen, sage ich mal, weil das Freiburg verliert gegen Stuttgart, geringe Wahrscheinlichkeit, nicht so hoch, okay, aber als Einzelwette auch eine sehr interessante Sache, Freiburg Asian Handicap 0, Quote 1,86, das halten wir doch mal fest. Und
Am Ende, ja klar, die Buchmacher gehen davon aus, dass ein Unentschieden wird, wegen der Quotenverteilung, weil die so ausgeglichen ist. Ich würde ein 2-1 auf Freiburg tippen sogar, aber ich will das hier nicht einlocken, weil es einfach zu gefährlich ist. In der Next. Bundesliga. Yeah. Und was hast du bei Wolfsburg gegen Schalke mitgebracht? Gefährliche 1-8-Quote auf Wolfsburg, weil das schon zu gut ist. Schalke hat in beiden Spielen in der ersten Halbzeit überzeugen können, sowohl gegen hier Gladbach als auch gegen Köln. Aber in der zweiten Halbzeit sind sie dann eingebrochen, ist vielleicht das falsche Wort, vor allem weil sie ja noch den Ausgleich gegen Gladbach erzielt haben. Aber sie waren in der zweiten Halbzeit dann schon aus meiner Sicht chancenlos. Das heißt, ich sehe hier ein Unentschieden zur Halbzeit und einen 1-0-Sieg für Wolfsburg. Wow, genau 1-0 ist mein Ergebnistipp auch gewesen. Ich bin übrigens Führender im Tippspiel von So tippt der Boss auf Eurosport. Das moderiere ich übrigens auch seit Jahren schon. Und deswegen, die Tipps vom Boss sind größtenteils auch von mir. Nur ich sage ihm dann immer ein paar falsche, damit er im Tippspiel hinter mir ist. Nichtsdestotrotz, 1-0 wäre hier mein Tipp. Eine Wette finde ich aber trotzdem auch sehr interessant. Ich sag's dir auch warum. Weil eine 1,9er-Quote fast auf eine richtig starke Mannschaft wie Wolfsburg zu Hause gegen einen Aufsteiger absolut Value hat. Jetzt kann man von Wolfsburg halten, was man will. Es gibt da drei Punkte, die ich überzeugend finde. Erstens, die haben gegen Bayern nur 2-0 verloren. Ich weiß, da waren zwei Abseitstore dabei, aber das ist kein schlechtes Ergebnis, 2-0 in München zu verlieren. Das zweite ist, schau mal auf diese Spieler, die die haben. Die haben mitunter die interessantesten jungen deutschen Spieler, die wir so haben. Mit Netscher, Baku, Wimmer, Arnold ist nicht mehr so jung, okay, aber ist natürlich auch ein absoluter Top-Spieler. Und im Tor einen der besten Keeper, den wir auch hier in der Bundesliga haben, mit Kon Castells. Und jetzt muss ich es fast sagen, Niko Kovac ist ja bekannt dafür, dass er, glaube ich, am Anfang zumindest schon einen Effekt erzielen kann, bis dann alle sagen, boah, ist das ein Arsch, ich habe keinen Bock mehr unter dem zu spielen, lass ihn doch rausmoppen. Aber da ist Wolfsburg noch nicht so weit und deswegen, glaube ich, gewinnen die gegen Schalke. Lange Rede, kurzer Sinn, super Wette, Wolfsburg-Sieg. Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem die ersten 20 Minuten waren sie echt saustark gegen Bayern. Da kannst du nichts gegen sagen. Und wo eins übrigens der Bayern-Tore abseits gewesen soll, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber wir verstehen uns hier bei dem Spiel und gehen gleich zum nächsten. Genau, und das ist ja das hier. Union Berlin gegen Leipzig, auch höchst interessant. Denn man müsste ja meinen, Leipzig, ja, mit einer Zweierquote absolut verlockend auf den ersten Blick, aber die letzten drei Duelle hat Union Berlin gewonnen und auch die ersten zwei Saisonspiele hat Union Berlin nicht verloren und saisonübergreifend ist Union sogar seit 9 Spielen ungeschlagen. Das ist jetzt Statistik pur. Auf dem Platz sieht es dann wieder vielleicht ein bisschen anders aus und da bin ich dann doch der Meinung, Leipzig hat eine unfassbar gute Offensive. Die haben es bisher einfach noch nicht gezeigt, aber das ist eine Frage der Zeit und deswegen finde ich diese 2,1er-Quote von Leipzig extrem gut. Und die sind mit dem Arsch zur Wand, die müssen ja jetzt mal gewinnen, oder? Also ja. Sonst reden wir hier wirklich von einem Fehlstart, von einem wahnsinnig guten Kader, der sich auch noch mit Timo Werner, der so kranke Weitschüsse platzieren kann, verstärkt hat. Und ich glaube, im DFB-Pokal hat Leipzig doch sogar gewonnen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber dann auch nur in der Verlängerung oder so, da war doch was. Aber mir geht es auch nur um eine Sache, um gleich weiterzugehen, die Quote mit einer Verdopplungsquote ist so gut, das muss man einfach machen. Selbst wenn Leipzig dann nicht gewinnt, kannst du immer noch argumentieren, die gewinnen auf jeden Fall jedes zweite Spiel gegen Union und die Quote ist über 2,0, deshalb machen wir das einfach. Ja, zuletzt ja nicht, aber prinzipiell müsste man es meinen. Prinzipiell, genau. Geht nur ums Prinzip, um ja, die Theorie. Eben. Praxis ist was anderes, weil wir wetten auf Menschen und Menschen machen Fehler. Und apropos Fehler, Köln hat gar keine Fehler gemacht zum Saisonauftakt, gegen Schalke gewonnen, gegen Leipzig einen starken Punkt geholt. Also das haben sie wirklich verdient. Aber warum glaube ich, dass sie jetzt gegen Frankfurt den Kürzeren ziehen werden? Weil, während wir das Video hier gerade machen, werden die sich jetzt schon anschwitzen gegen den ungarischen Vertreter um die Conference League Qualifikation. Videoton und ich glaube, FC. Ja, ganz genau. Und deshalb glaube ich, dass jetzt Frankfurt eher für den Sieg fällig ist. Gefallen uns die Quoten, um drauf zu wetten? Oder siehst du was anderes? Das ist eine andere Frage. Aber mit einem
Köln in dieser Verfassung tue ich mir schwer, dagegen zu wetten. Auf der anderen Seite haben wir eine ähnliche Konstellation. Frankfurt, Zweierquote, Heimmannschaft, keine Doppelbelastung, schon krass. Naja, aber auch keine Argumente, dass sie ein Spiel gewinnen und Favorit sein sollen. Du hast ja gesagt, die Kölner, starker Saisonstart, klar, auch irgendwo overperformed vom Platz her, da, das sagt noch nicht viel aus. Grundsätzlich bin ich aber nur nicht von Frankfurt überzeugt, um darauf zu setzen. Du kannst das gerne machen, ich würde es nicht machen. Meine Wette ist hier ein Unentschieden bei einer 3,8er Quote, weil ich bin kein Fan von direkten Duellen, aber in diesem Fall finde ich es als Argumentation ganz gut, weil ich glaube, die sind bisher insgesamt mit dem Unentschieden 28 Mal auseinandergegangen, so oft wie fast keine andere Partie endet dieses Spiel unentschieden ein klares 1:1, weil Köln ein bisschen erschöpft sein wird, deswegen nicht unbedingt der Favorit ist, aber definitiv auch kein Außenseiter. Hallo, wo sind wir denn, dass eine Mannschaft, die 6:1 gegen Bayern verliert, jetzt plötzlich so ein klarer Favorit gegen ein Europacup-Team ist? Klar, Frankfurt ist Champions League, aber auch nur, weil sie über die Hintertür kommen und deswegen Hintertür auch ein gutes Stichwort zu Köln, aber das ist wieder eine andere Nummer. Nichtsdestotrotz, ich würde ein X tippen, aber es wird keine Wette werden. Und dann genau, haben wir noch ich sehe einfach den Sieg Frankfurt als wahrscheinlicher, vor allem trotz der Belastung vom Supercup-Finale oder wie das Spiel da heißt, haben sie gegen Berlin dominiert. Bochum hat toll gespielt gegen Hoffenheim, kann sich eigentlich über den Start in die Saison nicht beschweren. Jetzt geht es gegen Bayern München, da war doch irgendwas letztes Jahr, da war doch das 4:0 zur Halbzeit, oder? Und auf jeden Fall der historische Sieg. Bayern dieses Jahr wird die Liga aus meiner Sicht überrollen. Ich hoffe, dass Dortmund noch so lange, wie es geht, da mithalten kann. Ja, wenn Ronaldo dann kommt. Ja, dann ganz ehrlich, das Thema spreche ich gleich dann an. Nee, Dortmund hatten wir schon. Ich finde, wenn du Ronaldo holst, der verdient wahrscheinlich so viel Geld und kostet was weiß ich, aber wie viele Menschen werden innerhalb kürzester Zeit über Trikot und Werbeeinschaltung etc. das Geld nicht sofort wieder reinholen? Den musst du holen, wenn du kannst. Vor allem als BVB, wo du eh weißt, Meister werde ich nicht, also will ich doch lieber so auffallen. Bochum gegen Bayern. Wird Bayern gewinnen, oder? Weiter. Was gibt's für eine Quote? Ja, nicht der Rede wert, 1,2 auf die Bayern und deswegen, was ich ganz cool finde, wenn es so klare Favoritensachen gibt, wo man ja unmöglich irgendwie dagegen wetten kann, macht es, glaube ich, Sinn, dass man sich einfach nur die erste Halbzeit anschaut, wie es da ausschaut, denn da kriegst du dann oft noch eine etwas interessantere Quote. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, aber sind die Bayern wirklich eine gute Erst-Halbzeitmannschaft? Dann schau dir die letzten drei Partien an, unter anderem mit dem Spiel gegen Leipzig, gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg. Da haben sie fast alle Tore in der ersten Halbzeit immer geschossen. Also das wäre ein Argument, dass Bayern die erste Halbzeit gewinnt. Würde aber dagegen sprechen, dass sie letztes Jahr natürlich gegen Bochum schwächer ausgesehen haben. Aber ich habe, bevor du dich meldest, eine viel bessere Wette noch. Über unter kann man natürlich auch erste Halbzeit wetten. Und wenn man jetzt schaut, dass in der ersten Halbzeit mehr als 1,5 Tore in diesem Spiel fallen, kriegst du eine 1,77. Und da kann ja sogar Bochum mitspielen. Aber dass bei Bayern Spielen in der ersten Halbzeit 2 Tore fallen, das passiert bestimmt öfter als in 55% der Fälle, vielleicht 60% der Fälle. Deswegen finde ich das eine super Wette. Ja, und Hoffenheim hat es ja auch geschafft, gell? Beziehungsweise, dass bei dem Spiel einige Tore in den ersten 30 Minuten gefallen sind. Für mich ist das eine Wette, auf die ich richtig Bock habe. Die andere Wette ist aber auch Sieg Bayern zur Halbzeit. Vielleicht sogar mit dem anderen 6-Punkte-Team. Sprich, da haben wir unsere Doppelwette. Gibt da einige Sachen, da überlegen wir gleich nochmal. Und was noch dafür spricht für so Ersthalbzeitwetten, dann kannst du in der Halbzeit quasi schon dein Geld kassieren und dann ausschalten und feiern gehen. Das ist natürlich auch gut. Dann hast du nur 45 Minuten anzuschauen statt 90, quasi den Stundenlohn verdoppelt. Dann musst du nur noch auszahlen drücken. Das machst du eh nicht, weil du denkst, die nächste Wette gewinne ich auch noch. Dann ist das Geld wieder weg und es geht wieder von vorne los. Du, bei dir vielleicht. Aber folgt Chris Custodian. Wenn ihr wissen wollt, was er an diesem Spieltag dann einloggt, ob er auch wieder so mutig ist und auf den Bayern-Sieg tippt. Oder folgt Radek Vegas. Nee. Oder
Lasst es sein, aber ist egal. Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt hier noch unsere Wetttipps. Und zwar, das sind folgende. Ja, jetzt war ich so stolz, dass du es am Anfang verschwiegen hast, dass ich diese Wette da oder den Tipp da platziert habe. Aber mein Gott, da muss man auch stehen. Man muss mal Bayern mitnehmen, wenn es Value hat. Unsere Value-Tipps für diesen Spieltag. Leverkusen-Hoffenheim. X bei einer Quote von 4,4 finden wir richtig gut. Der zweite Wetttipp ist definitiv Sieg bzw. Asian Handicap 0 auf Freiburg. Bedeutet, bei einem Unentschieden gibt es Geld zurück. Bei einem Sieg Freiburg eine gute Quote von 1,8. Und wer möchte, kann gerne noch Dortmund mitnehmen. Zum Beispiel bei einem Kombi-Tipp. Sieg Dortmund gibt nämlich 1,4. Das hat aus unserer Sicht auf jeden Fall Value. Radek, die nächsten. Dann haben wir noch drei weitere, dass wir wieder auf unsere standardmäßigen 5 kommen. Scheinbar hat sich das bewährt an den ersten beiden Spieltagen mit einigen Einheiten im Gewinn. Und das wäre dann die dritte Wette. Wolfsburg-Sieg gegen Schalke 1,9er-Quote. Wir haben auch gesagt, Leipzig wird das wohl gegen Union Berlin vielleicht gewinnen mit einer Quote von 2,1. Auf jeden Fall sehr interessant. Und dann noch eine verzwickte erste Halbzeit-Wette der Bayern gegen Bochum, also nicht mal auf die Bayern, sondern einfach auf ein torreiches Spiel und vor allem eine torreiche erste Halbzeit mit einer Quote von 1,77. 5 schöne Wetten. Was sagst du dazu? Schreib deine Tipps gerne in die Kommentare. Und wenn du Bock hast, kombiniere den Dortmund-Sieg mit Bayern-Sieg erste Halbzeit und du kriegst auch eine Verdopplungsquote. Wobei, ich würde mich entscheiden, ich finde diese mehr als 1,5 Tore in der ersten Halbzeit eine bessere Wette. Bis dann. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt, und macht ein Konto auf Oddspedia. Gute Idee. Ja, muss John ein bisschen dazu sagen, sonst wissen die Leute das ja gar nicht. Dann moderiere ich jetzt ab. Servus.